Jo, Freunde, was geht ab? Zerbeerst du es auch am Start? Jo, was geht? Und wie ihr sehen könnt, befinden wir uns in der Garage. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Und zwar sind hier zwei neue Paletten gekommen. Hier drauf befindet sich ein kleines Quad und hier drauf befindet sich ein kleines Motorrad. Die beiden werden wir heute testen. Befreien wir die erstmal von der Folie und diese ehrenvolle Aufgabe wird Zerberstus übernehmen. Danke. Schaut euch das an, Freunde. Das ist ein Mini-Elektroquad für Kinder. Also eigentlich ist es wirklich für Kinder gedacht, aber wir werden das heute auch mal so für uns testen. Ich denke, das wird schon gut gehen. Und wie ihr sehen könnt, ist es sicher angekommen, ist hier auf der Palette nochmal schön verzurrt. Das befreien wir jetzt erstmal, dann werde ich euch mehr erzählen. Oh, ich muss sagen, ich habe es mir ein bisschen kleiner vorgestellt. Also keine Frage, es ist klein, aber ich habe es mir halt ein bisschen kleiner vorgestellt. Ich setze mich mal kurz drauf, damit ihr ungefähr so einen Vergleich habt. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt gut erkennen. Also ich bin fast 1,90 Meter groß und ja, beim Lenken gibt es Schwierigkeiten. Aber ist auch nicht für Erwachsene eigentlich, sondern halt für Kinder. Und ich denke, für Kinder ist das von der Größe her in Ordnung. Aber das werden wir im Laufe des Videos auch noch testen. Mit Kindern. Keine Sorge. Bevor wir uns das jetzt gleich etwas näher anschauen, möchte ich mich an dieser Stelle erstmal bedanken bei Miveva. Die haben mir das Ganze zugesendet. Vielen, vielen Dank. Links zu dem Quad und zu dem Bike findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Und wenn ihr möchtet, dass ich in Zukunft auch mal so etwas teste wie jetzt so ein Mini-Quad anstatt nur RC-Fahrzeuge, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Dann weiß ich Bescheid. Jetzt schauen wir uns erstmal genauer an. Also Freunde, als allererstes haben wir hier zwei Schlüssel, die machen wir ab. Also es hat ein Zündschloss, kann man Schlüssel reinstecken und umdrehen. Da sind sie. Zack. Da haben wir sogar ein kleines Display. Sieht man, wie vollgeladen das ist. Ansonsten hier Hinterbremse, Vorderbremse. Vorne haben wir doppelte Scheibenbremsen und hinten haben wir eine Scheibenbremse. Hier ist der Motor. Das ist schon ein verdammt dickes Teil, wenn man das mal mit dem X-Max vergleicht oder so. 1000 Kubik. Ja, ich meine natürlich 1000 Watt Motor hier. Wie ihr hier sehen könnt, schöne Stollenreifen. Auch sehr gut. Ansonsten haben wir hier eine Federung. Vorne halt zwei Stoßdämpfer, rechts und links, ganz normal. Hier haben wir noch eine schöne stabile Stoßstange, falls man irgendwo dagegen fahren sollte. Kein Problem, denke ich mal. Hier drin ist der Akku. Wenn der Akku voll ist, kann man bis zu 90 Minuten fahren. Das ist auf jeden Fall sehr gut, aber man muss auch dazu sagen, dass es nur maximal 25 km/h fährt. Also ist ein Kinderquad. Für Kinder ab 5 Jahren geeignet. Die können da ja nicht mit 60 km/h rumfahren. Das hier ist auch ziemlich interessant. Das Ding hat nämlich einen Rückwärtsgang, einen Vorwärtsgang und die Geschwindigkeit kann man auch noch mal in 3 Stufen drosseln. Also falls 25 km/h zu schnell sein sollten, hat man halt noch 2 langsamere Stufen. Was ich auch noch ziemlich cool finde, ist, hier ist so ein Fußdrücker und ich denke mal, der muss gedrückt sein, um hier dann Gas zu geben. Also man hat hier einen ganz normalen Drehgriff fürs Gas. Wir demonstrieren euch das einmal. Drehen wir kurz hier dran. Es passiert nichts. Mache ich Fuß da drauf. Und da rollt es halt. Vielleicht interessiert den einen oder anderen noch, was das Ding wiegt. Knapp 50 Kilo. Also, ich finde es schwerer, als es aussieht. Und das hier ist das ganze Zubehör. Also, hier haben wir einmal ein bisschen Werkzeug. Das ist das Ladegerät. Hier haben wir noch eine Sicherung. Und dann noch das übliche Papier. Wie ihr sehen könnt, es ist draußen dunkel. Das bedeutet, wir lassen das jetzt erstmal hier stehen. Packen jetzt als nächstes das Elektrobike aus. Alter, schaut euch das mal an. Also von der Größe her, es ist echt größer als so ein kleines Pocketbike. Und sonst auf den ersten Eindruck, auch so von der Farbe und Design her, geil. Und hier natürlich auch alles mit dem Gurt, schön gesichert, Versand, kein Problem. Also wenn ich das Ding im Kindergarten gehabt hätte, hätte ich alle Mädels aufgerissen. Hätte jeden Tag eine andere nach Hause mitgebracht. Und das mit 5.
So, auch hier, Freunde, ich setze mich kurz drauf, damit ihr euch vorstellen könnt, wie groß das ist. Und ich finde, machen wir noch ein Bein hier hin. So, Lenker ist dann halt kacke, weil ich so lange Stelzen habe, aber sonst voll in Ordnung. Was sagst du dazu? Macht optisch auf jeden Fall was her. Schauen wir es uns mal genauer an. Da drin, das ist glaube ich der gleiche Motor wie bei dem Quad, hat auf jeden Fall auch 1000 Watt. Und da haben wir für einen Stoßdämpfer, vorne dann halt ganz normale Gabel, Klappständer, Hinterbremse, Vorderbremse, Zündschloss, Display, alles genauso. Hier auch gelochte Scheibenbremse, hinten gelochte Scheibenbremse, geile Stollenreifen, einklappbare Fußrasten. Und wir haben hier sogar einen Tankdeckel, weil ich glaube, das Modell gibt es auch als Benziner. Ja, ich denke, für den Anfang gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Sehen wirklich richtig geil aus. Das Elektro-Bike, das kostet 450 Euro und das Elektro-Quad kostet 500 Euro. Wir stellen die Aufladen. Sobald die Akkus voll sind, drehen wir erstmal eine Runde. Bis gleich. Okay, Freunde, wie ihr sehen könnt, es ist hell. Die Bikes sind auch beladen. Ich fahre gleich mal auf den Quad. Und wie ihr da sehen könnt, ist schon die nächste Palette da. Da könnt ihr schon gespannt sein. Ich werde euch noch nicht verraten, was das ist. GPS-Gerät starte ich hier auch schon mal. Da machen wir einen Speedtest gleich nebenbei. Schlüssel umdrehen. Das Ding ist an. Hier müssen wir noch Vorwärtsgang einlegen. Und jetzt setze ich mich mal drauf. So, jetzt gebe ich Vollgas. Okay, ich warte noch, bis der Mann vorbei ist. Nicht, dass du dumm fährst. Okay, komm. Also ich finde, obwohl ich viel zu schwer dafür bin, so ungefähr doppelt so schwer, fährt es sich doch ziemlich gut. Rückwärtsgang hat das Quad hier ja auch. Zeig mal. Den präsentiere ich euch jetzt, indem ich rückwärts in die Garage fahre. Ui. Aber Rückspiegel ist halt nett da. Gut, dass du GPS da liegen lassen hast, du Eierkopf. Da. Und wie schnell warst du? 18 km/h waren das. Also sind echt ungelogen 18. Wir haben heute schon mal gefilmt, sind gefahren. Dann ist meine SD-Karte kaputt gegangen. Wer mir auf Instagram folgt, hat das mitbekommen. Also 18 km/h. Wir setzen uns jetzt auf die Motocross. Da stecke ich das GPS aber wirklich rein. Okay. GPS gestartet? Ja. Dann auf geht's. Ja. Dafür, dass es so klein ist, ne, fühlt es sich ausgesprochen gut an. Das waren jetzt 22 km/h. Als wir vorhin getestet haben, hatte ich nur 20, ne? Mhm, ich weiß. Das ist sogar 22. Und das mit meinem Gewicht. Die Bikes sind natürlich nicht so für Erwachsene gedacht, sondern eher für Kinder, obwohl es als Erwachsener auch vollkommen klar geht, finde ich. Wäre schon witzig, wenn ich damit mal durch die Stadt fahren würde. Ja, was ich sagen wollte, wir wechseln jetzt die Location, gehen zu Zerberstus und dann testen wir das mal richtig mit ein paar Kindern. Bis gleich. Hier seht ihr das Ganze jetzt mit Kindern. Dazu muss ich sagen, die Kinder sind Stufe 2 gefahren. Stufe 1 sind so etwa 7 km/h, Stufe 2 dann um die 13 km/h und Stufe 3 dann eben volle Geschwindigkeit 25 km/h. Aber für den Anfang war Stufe 2
echt ausreichend. Ansonsten klappt das wirklich super. Die Kinder hatten Spaß. Die haben sich auch wirklich sehr gefreut. Aber wenn ich das in dem Alter gehabt hätte, hätte ich mich auch unglaublich gefreut. Ich glaube, das ist so ein Kindheitstraum. Und ich glaube, auch so ist das ein ganz guter Einstieg für kleine Kinder in die Motorrad- oder eben Quad-Thematik. Hier könnt ihr mich nochmal sehen. Ich bin da auch nochmal eine Runde auf der Wiese gefahren und das geht schon voll klar. Auf dem kleinen Ding fühlen sich 25 km/h auch schneller an, als 25 km/h in Wirklichkeit sind. Also mein Abschlussfazit, mir gefallen die Dinger wirklich sehr, sehr gut. Klare Kaufempfehlung an dieser Stelle. Link ist wie gesagt in der Beschreibung. Das war's für heute. Abonniert noch den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Hier könnt ihr euch noch zwei weitere Videos anschauen. Wir sehen uns. Peace.